Weihnachtszeit. Der heilige Abend ist vorbei und das neue Jahr steht vor der Tür. Im Rückblick betrachtet war dieses Jahr eine Herausforderung, so wie es eine vergleichbare noch nie zuvor gegeben hat. Und ich denke wirklich, dass es an der Zeit ist, dass wir uns auf das besinnen, was wirklich im Leben zählt. In erster Linie ist das natürlich die Familie. Und wenn du das Weihnachtsfest in diesem Jahr ganz anders verbracht hast als in all den Jahren davor, dann frag dich mal, ist es das so, wie du es haben möchtest, oder ist etwas verbesserungswürdig? Wir in der Hellinger Schule haben die Erfahrung gemacht, dass die Vernetzung weltweit nicht nur jetzt da ist durch unsere Offline- und Online- und Livestreaming-Seminare, sondern dass wir zuvor schon immer vernetzt waren. Das ist genau das, was sich im Familienstellen zeigt. Doch in der Zukunft wird es garantiert alles sich noch viel mehr in diese Richtung entwickeln. Und in den Kursen können wir erkennen, wie stark die Vernetzung ist. Deshalb gibt es diesbezüglich eigentlich keinen Rückschritt, sondern nur eine Bewegung nach vorne. Die Frage ist, bedauerst du etwas? Bist du stehen geblieben oder willst du weitergehen? Und wenn du weitergehst, dann geh bitte in kleinen Schritten, denn dadurch hast du einen wesentlich besseren Stand. Und frage dich, was für dich wirklich wichtig ist und was zählt. Für uns in der Arbeit des Familienstellens zählt natürlich allen voran immer die Familie, die Quelle deiner Herkunft, die Kraft, an der du Geborgenheit, Ruhe und Vertrauen finden sollst und kannst. Wenn das bei dir nicht der Fall ist, dann hinterfrage, was du brauchst, was du willst und was für dich im nächsten Jahr besondere Bedeutung haben soll. Wir sind immer für dich da und freuen uns, wenn du zu uns kommst und dein Anliegen präsentierst. Denn damit wachsen wir noch mehr zusammen und das Feld der Menschheit verstärkt sich. Wie? Natürlich in der Liebe, im Vertrauen, dass der Erfolg, die Gesundheit und die Liebe auch dir gewiss ist. Das wünsche ich dir. Bis bald.